Ein neuer Tag mit schlechten Meldungen. Im AKW Fukushima 1 gerät der wegen Wartungsarbeiten abgeschaltete Reaktorblock 4 kurzzeitig in Brand. Radioaktivität entweicht direkt in die Atmosphäre. Doch es gibt noch weitere Probleme. Es war die dritte Explosion innerhalb von 4 Tagen, betroffen diesmal Reaktorblock 2, hier Bilder vor der Explosion. Nach Angaben eines Regierungssprechers ist vermutlich ein Teil des Reaktorbehälters beschädigt worden. Die Lage spitzt sich zu. Aus 3 Reaktoren des Atomkraftwerks sei Strahlung ausgetreten, sagte Premierminister Naoto Kan im japanischen Fernsehen. Die Werte scheinen sehr hoch zu sein, sagte er und warnte vor einem weiteren Austritt von radioaktiver Strahlung. Die Sicherheitszone wurde inzwischen auf 30 Kilometer ausgeweitet. Die Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Immer mehr Menschen verlassen das gefährdete Gebiet rund um das Atomkraftwerk. Wir hatten einfach zu viel Angst, dort zu bleiben. Es ist furchtbar. In Auffanglagern finden sie Unterschlupf. Mitgenommen haben sie nur das Nötigste. Wie es weitergehen soll, wissen sie nicht. Die Hoffnung, Überlebende des Erdbebens zu finden, schwindet immer mehr. Während japanische Teams weiter im Einsatz sind, hat das technische Hilfswerk seinen Einsatz beendet. Rund 100 Stunden nach dem Beben, so ein Sprecher, gäbe es praktisch keine Chance mehr, Überlebende zu finden. Wer die Katastrophe überlebt hat, macht sich Sorgen um die Zukunft. Die Menschen fürchten die radioaktive Strahlung. Millionen Japaner kämpfen mit den Folgen des schweren Erdbebens. Die Versorgung der Bevölkerung wird immer schwieriger. Eine endlose Warteschlange und das alles für ein paar Tropfen Benzin. Die vom Tsunami verwüstete Stadt Sendai liegt 180 Kilometer von hier. Das Atomkraftwerk von Fukushima ist nur 80 Kilometer entfernt. Der Region droht jetzt ein Versorgungsengpass. Benzin wird langsam knapp und deshalb bekommt hier jeder nur 10 Liter. Stundenlanges Warten für diese kostbaren 10 Liter. Wir machen uns Sorgen, denn ohne Benzin sind wir hier blockiert. Nur an der Tankstelle herrscht viel Betrieb. Ansonsten scheinen die Dörfer völlig verlassen. Denn nach dem Tsunami fliehen die Bewohner jetzt vor der drohenden Nuklearkatastrophe. Manche haben in dieser Sporthalle Zuflucht gefunden. Am ersten Zufluchtsort hat jeder eine Jodtablette bekommen. Das war die einzige, die wir bisher eingenommen haben. Alle richten sich hier ein, so gut es geht. Aber die Menschen haben Angst vor der Zukunft. Leere Regale, Hamsterkäufe, Japans Wirtschaft im Ausnahmezustand. Der Ausverkauf erreicht auch die Börse in Tokio. Die Aktienkurse brechen dramatisch ein. Der Nikkei-Index verliert im zweistelligen Bereich. Der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt droht nun auch eine Finanzkrise mit unabsehbaren Folgen für die Weltwirtschaft.